Es geht weiter bei Professor Layton. Wir quatschen jetzt den hier an. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ach, war das nicht der Beppo? Beppo? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat irgendeinen Namen. Gerard. Gerard. Ich gehöre nun mal nicht zur feinen Gesellschaft. Mit Baron Reinhardt habe ich nie ein Wort gesprochen. Nun, Jüngchen, ich würde gerne noch etwas plaudern, aber ich bin sehr müde und muss mich hinlegen. Fühlen Sie sich etwa nicht gut? Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Ich bin nur furchtbar erschöpft in letzter Zeit. Oh, das liegt am Lärm aus der Tour, wisst ihr? Das Grollen hält mich zum Schlafen ab, so läuft es. So laut ist es geworden. Wissen Sie, was genau mit dem Grollen auf sich hat? Gerüchte halber verschwinden jedes Mal, wenn dieser Lärm zu hören ist, ein Mensch, ist ein Mystery. Ja, muss auch schon normal dazu sein. Angeblich erwischt es immer diejenigen zur Zeit über Erschöpfung und Müdigkeit. Klar, ja, macht sich aber noch keine Gedanken, ne, dass er selber müde ist. Aber all die Verschollenen tauchen stets bald darauf wieder auf. Das kann also nur blanker Unsinn sein. Ja, tschüss, er ist verschwunden. Jedes Mal, wenn ich aus dem Turm rumort. Was steht da? Rumort? Rumort! Verschwinden also ein Mensch. Interessant. Meinen Sie, das seltsame Grollen hat etwas mit Professor Moriarty zu tun? Der Ramon. Das ist sicher möglich. Klar. Aber wieso sollte er seine Opfer freilassen, nachdem er sie erst umständlich entführt hat? Das ist die Frage, oder? Wie, das war's jetzt? Ja. Will ich Ihnen noch ein Rätsel geben, Junge? Du hast Angst? Ah, ihr knurrt sehr gerne, nicht wahr? Ich hab wieder eine andere Stimme. Na dann habt ihr genau das richtige Rätsel bei euch. Münzenrätsel. Die zweite. Finde die Fünfecke. Wir haben schon mal fünf Dreiecke. Im Bild unten sind mehrere Fünfecke versteckt. Wie viele davon kannst du finden? Antworte erst, wenn du sicher bist, dass du alle entdeckt hast. Fünfecke, also... So, warte. So, so. Wie sieht denn nee, das wäre dann schon Sechseck. Warte, wie sieht denn fünf? 3, 4, 5, 6. Jetzt bin ich, stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, was ein Fünfeck ist. Ja gut, ein Fünfecke-Ding. Das sind Sechseck. Ich will das gerade so aufzeichnen. Wie sieht denn gerade mal ein Fünfeck aus? Ecke mehr dran. Ja, du kannst ja einfach hier so eine Ecke reinmachen. Na, wie ein Fünfeck. Ich habe einfach gerade nicht so das Bild vor Augen. Weißt du, man weiß ja, was ein Viereck ist. Ja, aber... Ja, man Dreieck, weiß... ja, das ist ein Sechseck auch, aber... Ich weiß gerade auch nicht, was ein Fünfeck ist. Gott. Was ist denn gerade ein Fünf... Nee, das ist ja ein Stern, was ich hier machen will. Dumm. Eins. Warte. Nein. So. Ja, das wäre dann schon wieder ein Viereck. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal so mache, dann ist es sogar ein Sechseck. Ey. Das ist es. Geiles Rätsel, was ist ein Fünfeck? Das ist schon wieder richtig dumm. Wie sieht denn Fünfeck aus? Ich muss mal eben malen. Hier. Ich meine ja auch schon hier auf meinen Zettel, aber das ist echt gerade ein bisschen dumm. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das Fünfeck jetzt auch. Nein, ich auch nicht, Mann. Ja, vor allem. Ja, hier ist ein Dreieck, da sind. Mehrere Fünfecke. Nee, bringt ja nichts. Zeichnen wir nochmal. Fünfecke. Ja, sag mal was. Ich überlege gerade. Was ist, wenn man... Guck mal, das ist ja... Nee, das wäre doof, glaube ich. Warte, ich guck mir mal eben selber mit meiner Maus. Fünfeck?
Könntest du mir einfach grafisch, wenn du, geh mal, nee, das geht nicht, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Können wir nicht einfach, guck mal, wenn man das Dreieck zum Beispiel einfach an das Viereck dranpackt. Warte, das Dreieck an das Viereck dranpacken. Ja, zieh mal, guck mal, wie viele Ecken das sind. Wenn du jetzt einfach da von da in Rot hochziehst. Von hier hochziehen, so. Ne, gerade nach oben. Einfach das Dreieck da dranpacken. Was für ein Dreieck das hier, ja, oder? Ja, einfach jetzt nach oben, ja. Und dann, ja. Jetzt gehst du nach rechts. Jetzt gehst du schräg da, nach unten. Rechts oder links? Rechts. Dann schräg nach links unten. Oh. Ist das nicht ein Rechteck und dann hoch? Ist das nicht ein Recht? Ist das nicht so ein Fünfeck? 1, 2, 3, 4, 5. Fünfeck. Wir haben ein Fünfeck. Wir haben ein Fünfeck. Die hätten auch einfach sagen können, eine Form vom Haus. Ja. Oder so. Das hätten wir ja auf jeder Seite. Da hätten wir ja schon mal 4. Da hätten wir schon mal 4. Ich warte, muss ich aufschreiben. 4 haben wir da schon mal. Jetzt muss ich. Hätte ich das mal gelassen. So, eins mal eben malen. Hier davon. Jetzt müssen wir mal gucken, ob da noch irgendwelche gibt. Wenn man jetzt. Nee, das wäre dann. Das wird hier wieder nicht passen. Ja, aber wo soll da noch eins sein, weißt du? Ja, das ist es gerade. Da sind ja nicht mehr viele. Übrig. Ja, und du kannst ja nicht einfach hier so einen Strich ziehen oder so. Nee, nee. Ja, und dieses antworte erst, wenn du sicher bist, dass du alle entdeckt hast, heißt ja eigentlich, es sind nicht 4. Naja, das müssen wir. Weil das wäre zu offensichtlich. Das wäre wirklich, das wäre zu, weiß ich nicht. So. Das. Nochmal eben gucken. Also da ist 1, das ist klar. 2, 3, 4. 1. Das ist immer das dürfte Rätsel, das es gibt. Ah, warte mal, ich glaube, ich noch eins. Ja. Wenn du. Warte mal, ich gucke eben nach, ob das eins ist. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ja, wo? Ja. Wenn du von da unten anfängst, also da unten die komplette Linie einmal. Recht? Unten meinst du? In beide Richtungen. Einmal die Linie. Ja. Und dann nach oben bis zu dem Mittelpunkt. Also von den äußeren Dingern bis zur Mitte. Ah, okay. Und dann halt die oben zusammenführen. Was? Die jetzt nach oben, schräg links nach oben. Ach. Das ist ja auch noch. Klar. Das ist ja auch einmal eins. Und das haben wir auch zweimal, also auf beiden, in beide Richtungen. Ja, das haben wir doch sogar viermal. Viermal, dann haben wir das auch viermal. Okay, genau, stimmt. Dann haben wir schon mal 8. Dann haben wir 8. Dann fehlt es nur noch, wahrscheinlich noch mal gucken, ob noch irgendwo was finden. Weiß es ja nicht. Ist noch irgendwie was? 1, 2, 3, 4. Da, die nee. Seite. Das ist echt, weiß ich nicht. Wer ist denn? Ach nee, so hatten wir ja gerade. Das haben wir ja schon mit. Das 1, 2, 3, 4. 1. Ist das noch 1, wenn man. Wenn man komplett. Ne, wenn man komplett. Weiß ich nicht. Was ist denn, wenn man so ein Dreieck rauslässt? Vielleicht. Ist das dann Fünfeck? Wie ein Dreieck rauslässt? Wenn man eins von diesen weiß, also von den Dreiecken weglässt. Einfach. Und dann einmal komplett. Also am äußeren Rand den Strich zieht. So. Ja, aber mit dem, mit nur einem Dreieck noch, also noch ein Dreieck dabei. Zieh mal noch höher den Strich. Ach so, wenn das jetzt noch dabei wäre, meinst du? Ja, genau. Wie viele Ecken sind das denn dann? 1, 2, 3, 4, 5. Wie oft ist das vorhanden? Auch viermal. Auch viermal, ist ja dann alles immer viermal, ist ja ein Quadrat. Ja. Haben wir 12. Haben wir 12. Jetzt ist die Frage, ob es noch mehr gibt. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 4 Minuten. Okay.
Wir wissen ja jetzt schon mal, dass wir 12 haben. Ja. Wahrscheinlich. Dann müssen wir jetzt nur gucken, ob es noch welche gibt oder halt es 12 sind. Warte mal, jetzt haben wir gerade ein Dreieck rausgelassen, ne? Genau. Ein Dreieck haben wir weggelassen. Ach nee, so hatten wir ganz am Anfang. Okay. Ja, das hatten wir schon. Eine dumme Sache. Das ist wie mit den finnischen Sternen, scheiße. Das, ach ja, das hatten wir auch gerade. Doof. Oder sollen wir mal 12 sagen? Ja, ich finde jetzt oft nichts mehr, aber. Ich sag mal kurz, also bevor die Zeit endet ist und wir einen Schnitt oder so machen, können wir einfach mal 12 sagen, weil wir das jetzt gerade halt gesehen haben. Ich finde es wahrscheinlich 16. 12 ist richtig! Wow, wir haben ein Glück. Every puzzle has an answer. Das ruht. Gut gemacht, im Bild sind drei Arten von 5 Ecken versteckt, da jede davon in 4 verschiedenen Richtungen. Ach so. Okay. Cool. Wie schlau ihr seid. Ich hoffe, ihr schaut mal wieder vorbei und löst noch ein paar Rätsel. Na klar, machen wir das. Münzen. Ich will Münzen. Ach, hier habe ich vorhin schon geguckt. Ich will auf jeden Fall da rein, weil da ist nämlich der witzige Typ drin. Der dünne. Finde ich gut, ey. Ganz viel Fleisch. Ja, wir können ihn ja nochmal eben ansprechen, gucken. Ja klar, der hat bestimmt Rätsel, aber dann kann man ja dann einfach einen Schnitt machen, bevor das anfängt. Hey, Professor, na, schon finde ich gewonnen. Na ja, egal, wir müssen über etwas ungleich Wichtigeres sprechen. Nämlich über Schokolade. Ich nehme dieses Rätsel und ich erzähle euch etwas, das ihr sehr interessant finden werdet. Passt ja dann. Okay, gucken wir uns das schon mal an. Schokoladenrätsel, genau. 30 von 30. Juhu. Ja, und das machen wir dann in der nächsten Folge. Beim nächsten Mal. Uah, scheiße.